Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transport Fever 2 hier bei Heisenberg Zock. So, der IC ist unterwegs von München nach irgendwo und wir haben jetzt noch einen zweiten. Wir haben uns noch mal einen gegönnt, weil ja, die Strecke war dann doch leicht überlastet. Gut, wir düsen mal in die Niederungen der Map sozusagen, denn ich möchte hier mal gucken, dass wir ja irgendwie so diese Städtchen, die wir hier noch haben, auch mal noch ans Netz kriegen. Allerdings, man sieht, hier wohnen gerade 81 Leute. Also wenn wir jetzt von hier eine Zugstrecke nach irgendwo da vorne machen, die wird teuer, hier haben wir Wasser etc. Und die wird auch nicht viel bringen, weil es einfach nicht viel bringen kann, wenn hier keine Leute wohnen. Deswegen, ich würde sagen, wir gönnen denen erstmal ein bisschen was an Waren. Keine Angst, wir machen jetzt nicht nochmal eine lange Gütergeschichte, weil ich habe gesagt, wir kommen zum Personenverkehr und das werden wir auch kommen. Aber, schaut mal, die brauchen hier Baumaterial. Das kriegt man aus Stein. Hier haben wir Steine, hier haben wir die Fabrik, das gibt einen LKW von hier nach da und schon haben die, ja, sozusagen die ersten Waren und dann wird es auch klappen, dass das Städtchen ein bisschen wächst, vor allem, wenn wir da natürlich noch eine Zugverbindung haben und die würde, ja, von hier, irgendwie hier rüber, hier nach Silkerode führen wir erstmal, weil die hier, man sieht, ja, die haben auch noch keinen Bahnhof, die sind auch noch nicht am Netz, die sind aber schon ein bisschen größer hier, schaut mal, also da brauchen wir jetzt diese Ankurbelungsmaßnahmen noch nicht zu machen und von Silkerode, ja wahrscheinlich hier nach Stienstedt runter, dass wir das sozusagen angeschlossen haben an das öffentliche Netz. Aber dann fangen wir mal an hier oben. Wo war es denn gleich nochmal? Wo war mein hier oben? Nee, falsch. Wo ist es denn jetzt das Städtchen? Hallo? Come on. Gibt's doch nicht. Nee, das war's auch nicht. War's das hier? Nein. Hätte ich mir mal gemerkt, wie das Städtchen hieß. Silkerode haben wir hier, dann kann es nicht allzu weit weg sein. Silkerode. Doch, das war schon das hier, ja. Jetzt habe ich sie, der Gorsdorf, Hemsendorf. Genau, hier mit dem Baumaterial. Allora, dann fangen wir doch gleich mal an. Machen wir das mit dem Zug? Nee, das machen wir mit der LKW. Das ist so nah beisammen. Dann haben wir hier schön schon ein bisschen, ja, Verkehr. Also Gebäude. Kollege Cargo. Plus, minus sowas. Wie groß haben wir dich? Das braucht kein Riesenteil zu sein, das kostet uns noch Geld. Ich hätte fast gesagt Kohle, aber das kann Durcheinander geben. Hier im Spiel, wenn man von Kohle redet, weil wir Kohle ja auch transportieren können. Also, einmal Steinchen, nach hier hinten. Das gibt hier Kollege Baumaterial. Also eben, das ist keine lange Geschichte, das hilft wirklich einfach der Start. Man sieht, das Baumaterial muss sehr hin. Das können wir sogar mit so einem Teil machen, weil hier müssen wir nur abladen. Ja, und allzu viel Baumaterial brauchen die nicht, also müssen wir auch nicht übertreiben. Zack, einmal so. Okay. Machen wir da zwei Linien? Ich würde sagen eine. Die können ja von hier wieder zurück nach da. Wobei, wir müssen es davon abhängig machen. Haben wir Laster, die gleichzeitig Stein... Ja, haben wir. Wir haben ja Laster, die alle Güter transportieren können. Also können wir das eigentlich tatsächlich mit einer Linie machen. Dann machen wir das gleich mal. Neue Linie. Von hier nach da. Wieder nach da und von da wieder nach Erlenweg. Würde das stimmen? Also hier kriegen wir die Steinchen bei Hemsdorf. Das wäre hier. Da düsen wir nach hier zur 3. Liefern das ab, nehmen das Baumaterial, düsen nach da. Müsste stimmen. Also das wäre dann Stein, Baumaterial, LKW, unter Gorsdorf. Machen wir einfach mal Gorsdorf. So viele Gorsdörfer haben wir nicht. Passt. Depot. Einmal hier. Ja, wir nehmen mal wieder das normale sozusagen, weil die haben wir jetzt auch schon ein paar Mal verbraten. Und das normale Depot, dieses Vanilla-Depot, das ist halt auch relativ schön, finde ich. Also von daher passt das auch immer gut in die Landschaft. Gut, Cargo. Man sieht, wir haben es gleich. Also das ist wirklich keine große Geschichte. Und da die jetzt hier nicht so viel Baumaterial brauchen, würde ich mal mit denen hier anfangen. Mit den LKWs. 90 km/h, das reicht dicke. Machen wir davon mal, ja, machen wir mal 4 Stück. Wie gesagt, aufrüsten können wir jederzeit. Zack, passt. Dann machen wir hier ein kurzes, also ein kurzes nicht, aber ein kleines, ja, Bussystem noch. Dann haben sie, wisst ihr, was wir zuerst machen? Wir machen zuerst den Bahnhof. Dann wissen wir, wo wir mit dem Bus hin sollen. Ich denke, das ist keine schlechte Idee. Hier könnte man wieder einen Kopfbahnhof machen. Hier oben ist nichts. Ja, warum nicht? Wir können ja, wenn wir hier mit dem Zug noch zu diesen Güterdingern müssen, machen wir einen kombinierten Kopfbahnhof, der dann, ja, nicht nur ein Kopfbahnhof ist, also ist dann für den Personenverkehr ein Kopfbahnhof, für den Güterverkehr ist er dann ein normaler Bahnhof. Aber so lang musst du dann doch nicht sein. Machen wir mal 240 und setzen dich, ja, ich würde sagen, irgendwie so hier hin, wobei, Kollege
Kopfbahnhof hätten wir hier. Jetzt ist er doch. 240 habe ich gesagt, ist okay. Mal so, und dann bauen wir die Straße wieder dahin. Weil dann haben wir den Bahnhof auch wieder ein bisschen außerhalb der Stadt. Dann wächst die ein bisschen besser, weil die Emissionen vom Zug nicht da sind. Kaufen wir mal. Ne, ich brauche kein Gleis, ich brauche erst eine Straße. Eine städtische. Ja, zack, so. Ja, das dockt aber so nicht an. Moment, nehmen wir die hier. Jawohl, und schon dockt. Gerne hier rein. Das hier können wir auch noch verbinden. Das Geld haben wir. Und dann hätten wir den Bahnhof. Das heißt jetzt im Umkehrschluss, jetzt wissen wir eben auch, wo wir mit den Bussen hin sollen. Bushaltestelle. Sehe ich da schon Leute? Tatsächlich, das bauen schon Leute. Hä? Warum das denn? Ach nee, das waren die das waren die Vögel hier. Die sind genauso von der Perspektive her irgendwie hier beim Bahnhof rumgelatscht. Ich dachte gerade, wo kommen die denn her? Weil hier haben wir keinen Besuchermagneten drin. Also das ist eigentlich von daher komisch, wenn hier Leute sind. Gut, jetzt sehe ich aber gerade, was wir hier natürlich noch machen könnten. Wäre irgendwie so eine Möglichkeit, genau, dass die Busse auch drehen können. Dann müssen sie hier nicht auf der Stelle drehen. Das ist immer ein bisschen schöner. Und jetzt hier, ja, zwei Bushaltestellen. Viel mehr machen wir, glaube ich, nicht. Hier außen rum. Vielleicht hier noch. Okay, das muss tatsächlich bereits reichen. Neue Linie von hier. Zack, zack. Dort haben wir den Bahnhof. Das passt. Also den, nicht den Bahnhof. Was ist das hier? Die Güterablagestelle. Okay. Wieder zurück zur Bachstraße. Und den ganzen Spaß wieder retour. Dann haben wir hier Bus. Wie ist es gleich nochmal? Geher. Jetzt steht es wieder nicht. Nicht mehr. Gorsdorf, nicht Geher. Gorsdorf. Zack. Ja, genau. Jetzt fehlt der Bus. Das werden wir kurz beheben. Ich habe immer noch eine andere Buslinie oder einen Zug falsch benannt. Ich weiß. Lotsen oder Lötzen. Das gucke ich mir an, wenn ich nicht dran denke. Und irgendwo wollte ich noch Straßen verbreitern. Ach nö. Wo war das denn jetzt? Ach, gucken wir nachher. Jetzt sind wir hier dran. Das sind alles Details. Man sieht ja, wir verdienen so viel Geld. Also das ist eigentlich... Ja klar, es müsste eigentlich schon gemacht werden. Sobald ich weiß, wo, werde ich es auch machen. Gut. Ein Depot haben wir ja. Eine Linie haben wir auch. Dann würde ich sagen, wir kaufen uns Fahrzeuge. Nichts massiv Großes. Irgendwie sowas in der Richtung. Ich denke, das reicht sogar hier für das Städtchen. Zumindest für zu Beginn. Mit 50 Leuten. Ja, machen wir mal zwei. Mit 50 Leuten müssen wir da kein Fass aufmachen. So, Bus haben wir auch. Wünsche ich gute Fahrt. Ja, cool. Auch mal schön, wieder so alte Teile zu sehen. Nicht immer nur die modernen. Okay, das haben wir. Dann lassen wir das einfach mal laufen. Man sieht, Steinchen haben wir. Sobald wir Steinchen hier hinbringen, müsste das eigentlich auch klappen, dass die hier arbeiten. Ja, die haben gerade die Produktion aufgenommen. Hängen wir da dran? Jawohl. Okay, da habe ich die Kurve ein bisschen im Prinzip vergessen. Ja, aber das macht nichts. Wir haben hier eine relativ breite Ausdehnung. Gut, Schiene. Dann schauen wir doch mal, wie wir am besten nach Silkerode kommen. Wo wir da den Bahnhof hinstellen, können wir gucken. Hier rüber wäre verlockend. Aber, ja, dann fahren wir hier einfach im Kreis rum. Ich denke... Das gibt hier eine Brücke. Groß anders werden wir es wahrscheinlich nicht machen können. Also Gleis. Gleich mal zweigleisig, weil wir bauen jetzt nur noch zweigleisig. Da wurde ich noch gefragt in den Kommentaren, warum denn zweigleisig, wenn du dann nur eine Lok nimmst. Ist relativ easy beantwortet, weil wir früher oder später sowieso überall mehr als nur eine Lok oder einen Zug haben. Aber es ist halt eine Kostenfrage. Das heißt, das machen wir eben nicht per sofort, sondern nach und nach. Dass wir hier die Strecken ein bisschen verstärken werden. Schön, wie es hier geradeaus geht, durch den Wald durch. Das gefällt mir schon mal. Und wir werden natürlich diese Gleise jetzt auch nutzen, um hier dann früher oder später noch Güter hinzubringen. Wenn wir mal gucken, hier hätten wir eigentlich eine Warenfabrik. Da brauche ich nur aber Kunststoff und Stahl. Ja, das werden wir uns dann ansehen, wenn es soweit ist. Sie haben ja schon mal immerhin Baumaterial. So, und jetzt hier rüber, das machen wir natürlich folgendermaßen. Können hier noch die Schiffchen unten durch? Ne, wir machen das noch ein bisschen höher. Und natürlich nicht die Steinbrücke, die ist zwar schön, aber ja, langsam. Hier haben wir 300 km/h. Haben wir sonst noch was? Wir haben doch eigentlich noch ein paar andere Brücken dazu gekriegt. Die hier, die sieht doch eigentlich nett aus. Sollen wir die mal machen? Ja, machen wir die mal. Die Ausrichtung stimmt ungefähr. Da müssen wir eine kleine Kurve machen. Ja. Oh, mit 90. Ach so, wegen der Brücke.
Wenn wir es aufschütten, kostet uns allen Ernstes gleich eine 500.000. Dann vielleicht doch noch mal kurz zur Brücke wechseln. Jawohl, das ist die gleiche. Und wir haben hier tatsächlich 300. 300 brauchen wir gar nicht. Das gibt ja nicht irgendwie einen Düsenjäger. Bleiben wir hier auf der Brücke? Ich würde sagen, ja. Das sieht doch nett aus. Also die Strecke gefällt mir jetzt schon. So, jetzt geht es hier eh ein bisschen den Hügel rein. Ja, das ist perfekt. Wo ist unser Städtchen? Da unten. Hier dran vorbei, da zwischendurch. Gekauft. Kostet natürlich noch ein bisschen Geld. Ist aber egal, das leisten wir uns natürlich einfach. Weil wenn wir Glück haben, während wir jetzt bauen, kann es natürlich tatsächlich sein, dass hier hinten bereits die ersten Leute neu dazukommen. Das wäre zumindest wünschenswert. Werden wir dann sehen. So. Gut, hier geht's auf eine Brücke, das sehe ich. Da könnte man sich eigentlich überlegen, kommen wir hier vielleicht sogar einfach frech über die Fabrik rüber. Wahrscheinlich nicht. Aber man kann es ja mal testen. So wird es gehen. Kann ich hier noch weiter runter? Nee, das geht nicht. Und wir müssen nach da. Jetzt ist es vielleicht doch Zeit zu gucken. Wo kommen wir mit unserem Bahnhof hier hin, in Seekerode? Hier hinten hätte es was Nettes. Hier so an den See ran. Weil wir gehen natürlich dann eben noch weiter. Ich würde sagen nach Stienstedt runter, damit das Ganze angeschlossen ist. Wir können natürlich auch hier nach Reitwein. Das gucken wir noch. Wir müssen jetzt erstmal schauen, wo wir den Bahnhof haben. Hier hätten wir Wald. Auch sehr schön natürlich für einen Bahnhof. Allerdings hier hinten. Ich gucke einfach mal. Nehmen wir mal einen Bahnhof. Den Untergrundbahnhof, den haben wir im Stream getestet. Da waren wir alle nicht so begeistert. Irgendwie, das ist einfach ein Tunnel im Prinzip. Also zwei Tunnelröhren. Habe ich mir schöner vorgestellt. Es gibt aber noch einen anderen Untergrundbahnhof. Ich muss mal gucken, ob ich den vielleicht installiere. Wir schauen. Ja, eben hier. Dann wären wir so ein bisschen beim See. Ja, aber wenn dann natürlich in die andere Richtung. Das müssen wir wenn dann so machen. Ja. Ist aber irgendwie halt Schönbau. Weiß auch nicht. Vielleicht doch eher. Moment, ich guck mal. Oder hier. Dann ist so ein bisschen weit weg. Das gefällt mir dann nicht. Hier wäre es doch nicht schlecht. Und das Ganze vielleicht eben doch ein bisschen drehen. So. Kommen wir da mit dem Gleis rein? Ich denke mal ja. Da müssen wir einfach noch eine Straße ziehen. Was haben wir für eine Länge? 2,40. Das passt. Wenn wir hinten raus wollen, müssen wir mitten in die Stadt rein. Das habe ich mir wieder gut überlegt. Okay, ich drehe nochmal. So müssen wir auch ein bisschen durch die Stadt durch, aber wir sind nicht so viel. Und so viele 10.000 Gleise werden wir hier nicht haben. Ich mache dich mal hier hin. Ich gucke mal noch schnell wegen den 320. Gefällt mir besser. Zack, Gleis. Ja, schöner Waldbahnhof. Jetzt ist halt die Frage, wie kommen wir da hoch? Indem wir hier schon mal ein bisschen Höhe generieren. Ich hänge es mal zusammen und dann gucken wir mal, was macht das Spiel. Moment, wo ist mein Knubbel? Hier vorne. Wenn wir das so machen, dann kommen wir hier in den Tunnel rein. Dann, dafür haben wir keine Höhe mehr, das ist ja auch interessant. Okay, eigentlich wollte er auf eine Brücke rauf. Wenn wir hier, sagen wir mal, so ein Tunnel, so ein Portal machen, das hat doch was. Das sieht doch nett aus hier in den Bahnhof rein. Also ich würde das glatt nehmen. Also für mich passt das. Wie sieht es mit der Brücke aus? Haben wir wieder die alte? Jawohl, das passt natürlich nicht. Warum wollen wir die alte nehmen? Ich verstehe es auch nicht, weil wir haben ja hier eigentlich die andere. Wobei wir kamen eben... Nee, wir kamen von hier aus. Wir haben nicht von dort her gebaut. Also dann müsste eigentlich gemerkt werden, dass wir diese Brücke haben. Aber egal, das sind natürlich Details. Das macht ja nichts. Gut. Wo ist mein Knopf? Dankeschön. Und ihr ahnt es, genau. Das muss jetzt natürlich wieder entsprechend weichen. Das machen wir nochmal. So, hier auch rein. Ja, doch, doch, das klappt schon. Da ist, glaube ich, genau, da ist noch die Straße. Die werden wir kurz kappen. Zumindest diesen Teil hier. Das geht ja nicht in den Tunnel rein. Ah, okay, da kappen wir gleich mal das Ganze. Das ist aber kein Ding. Wofür haben wir Straßen? Genau, um sie hinzusetzen. Überland. Ja, das ist, glaube ich, die Straße. So, schon passt das. Das wäre bei Transportfieber 1 tatsächlich auch wieder nicht möglich gewesen, weil diese Straßen ja, ja, die gehörten zur Industrie. Die konnte man nicht einfach abreißen. Das ging nicht. So, jetzt kommen wir hier auch durch. Und dann gibt das hier vorne Geantes. Genau, dann eine schöne Weiche. So, und schon haben wir die Strecke. Jetzt ist die Frage, wollen wir zuerst eins weiter? Also hier brauchen wir keine Weiche. Hier oben brauchen wir
auch keine. Sollen wir schon eins weiter oder sollen wir die Strecke schon mal machen? Ich würde tatsächlich eins weiter. Das Spiel läuft ja. Wenn wir jetzt hier mal gucken. Ja, es geht aufwärts mit den Bewohnern. Ich glaube, wir hatten um die 50. Das sind doch schon 30 Leute, die hier neu dazugekommen sind. Also von daher werden wir wahrscheinlich hier auch dann die ersten Leute haben. Und damit jetzt der Zug eben nicht nur von hier nach da unten fährt und dann die ganze Zeit Miese produziert, weil da oben keine Leute sind, würde ich hier gerne weiter. Hier außen rum. Dann wären wir hier in Stienstedt. Oder wir machen tatsächlich die Biege. Und gucken mal. Hier hätten wir noch einen Bahnhof. Ja, da ist die Einfahrt fast schwieriger. Kann man natürlich trotzdem machen. Aber ich würde sagen, wir gehen hier rein. Und dann werden wir schauen, dass wir hier das Ganze nochmal ein bisschen rüberlegen. Haben wir hier nochmal ein Personenterminal? Jawohl. Die haben noch kein Dach hier. Sollen wir dem mal noch ein Dach gönnen? Ich würde sagen, ja. Verschiedenes. Warum nicht sogar fett geschwungen? Ach. Ich habe nur ein Dach gemacht. Das kann doch nicht sein, dass wir jetzt hier ein Problem haben. Red ich mal. Ja, und schon ist das Problem weg. Der hat sich wieder gedreht. Der konnte dort nicht raus. Aber das kann doch nicht sein, wenn ich ein Dach mache. Was hat denn dieses Dach für einen Einfluss auf die Linie? Naja, trotzdem cooler Zug. Aber dich müssen wir natürlich tatsächlich... Ja, wahrscheinlich dann in dieses Gleis hier reinmachen. Ich schaue mal schnell. Da ist eine Linie, die kommt da rein. Die geht hier nicht mehr raus. Okay. Und der hat hier eine Durchfahrt. Das heißt, wir müssen die Weichen entsprechend machen. Ja, machen wir mal. Dann könnte man nämlich hier... Oder wir machen eine Kreuzung. Wisst ihr, wir machen das anders. Wir lassen den in Ruhe. Aber wir machen hier schon mal die Gleise hin. Konfigurieren. Zack, zack, zack. Jetzt dürfte das aber auch noch ein bisschen länger sein. Tatsächlich, da kriege ich sogar ein Gleis hin, obwohl wir dort kein Terminal haben. Das sieht aber ein bisschen komisch aus. Ich hätte gerne hier noch ein Terminal. Kann man das noch nachträglich reinhämmern? Ja, sehr gut. So, jetzt haben sie wieder kein Dach. Soll ich nochmal ein Dach machen? Ich lasse es. Wisst ihr warum? Weil sonst kriegt der Zug wieder die Krise. Das möchte ich im Moment nicht. Und hier machen wir das ganz einfach so. Es ist Bahnhofsbereich, dass wir hier irgendwie kreuzen. Klar, das behindert dann ein bisschen die Züge. Das ist, wenn man es genau nimmt. Ja, so zum Beispiel. Oder in die Weiche rein und wieder raus. Das ist in dem Sinn natürlich nicht wirtschaftlich, das ist mir klar. Wir könnten auch eine Brücke machen. Aber irgendwie gefällt mir die Idee fast besser. Hier eine Weiche rein und dann da rauf. Wir müssen ja nach da oben hin. Ich würde das hier mal machen. Wenn wir sehen, dass das diesen Zug wirklich massiv bremst, dann werden wir hier eine andere Lösung suchen. Aber jetzt für den Moment finde ich das eigentlich cool. Wir müssen dann natürlich gucken, wenn wir das haben. Wegen den Signalen, die wir dort gesetzt haben. Dass wir das noch entsprechend anpassen. Und jetzt hier einfach schön ein bisschen dem Wasser entlang. Wo ist mein Städtchen? Da ist der Bahnhof. Das ist nicht mal eine weite Strecke. So gäbe es halt einen Tunnel. Ja, können wir das irgendwie verhindern? Nee, ich könnte hier natürlich... Nee, noch weiter rauf kann ich nicht. Wir haben hier einen Tunnel. Ja gut, dann haben wir einen Tunnel. Dann machen wir das. Machen wir das hier. Als Portal. Okay. Ja, und dann auf eine Brücke rauf. Nee. Ja, doch. Das geht gar nicht anders. Moment. Kann ich das nochmal ändern? Ja, das hat jetzt eine 500.000 gekostet. Wisst ihr was? Das lassen wir tatsächlich. Weil wir haben zwar wirklich jetzt 160 Millionen, aber also übertreiben in dem Sinn müssen wir nicht mit korrigieren. Dann haben wir hier halt eine kleine Brücke. Das ist doch in Ordnung. Allerdings, ihr ahnt es, eben nicht die Steinbrücke. Das wäre dann so. Hier könnte man natürlich noch einen Fluss machen. Wisst ihr was, das mache ich sogar. Das werde ich jetzt gleich mal noch in Angriff nehmen. Das wollte ich schon lange mal. Sozusagen, dass wir dieser Brücke einen Sinn geben. Und zwar folgendermaßen. Wahrscheinlich, ich glaube, ich muss die Brücke dann nochmal kurz killen. Und hier muss ich... Nein, ich wollte es nicht bauen. Falsch geklickt. Und hier muss ich tatsächlich ein paar Häuser noch kappen. Oder komme ich hier rein? Jawohl. Dann werden die Gebäude selbstständig gekappt. Dann kappt man. Und jetzt ist es das richtige Gleis. Weil das gibt ja einen Zug, der von hier hinten wieder raus muss. Cool. Sieht doch nett aus. Also, dann lasst uns das mal kurz testen. Weil ich sehe, die Folge ist eh schon halb rum. Also den Zug, den wir jetzt hier raufsetzen, den sehen wir sowieso noch nicht. Was wir aber tatsächlich jetzt noch kurz üben, sozusagen. Wir bauen mal einen Fluss, der kostet zwar auch ein bisschen was. Wir haben 160 Millionen. Wisst ihr was, ich mache kurz eine Speicherung. Falls uns das sonst irgendwie auf 100 Millionen runterdrückt, dann sind wir, glaube ich, ganz froh, wenn wir das Ganze rückgängig machen können. Also die Idee ist tatsächlich einfach, dass wir, wie soll ich sagen,
Nein, ich wollte hier nicht eine Stadt bauen. Nee, schon wieder falscher Knopf. Okay, dann haben wir jetzt hier eine Stadt statt dem Fluss. Nee, das ist aber nicht, was ich möchte. Naja, gut, wisst ihr was? Dann machen wir hier eine Pause. Ich lade ganz einfach den Test beim nächsten Mal wieder. Also wenn wir morgen dann die Folge haben, ist hier Kartoffelfeld oder wie es heißt, wieder weg. Und dann gucken wir, dass wir hier tatsächlich einen Fluss unten durchkriegen. Wie kann man denn immer nur die Knöpfe so falsch drücken? Ich weiß es auch nicht. Irgendwie geht's. Ist ganz einfach. Man drückt einfach. Gut, liebe Freunde, ich danke euch fürs Zusehen. Hoffe, hat euch ein bisschen gefallen. Und dann gibt es morgen hier A, einen Fluss unter der Brücke durch. Und B, natürlich noch diesen Zug, der dann nach Gersdorf-Hemsendorf düst. Hier haben wir auch noch keine Busse. Auch die kommen dann natürlich noch dazu. Danke fürs Zusehen. Hoffe, hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen wieder. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.